In unserem Gesprächsformat «Leben mit Krebs» stehen wir im Dialog mit betroffenen Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen. Das Onkologiezentrum Mittelland vom Kantonsspital Aarau und vom Spital Zofingen ist eines der grössten Krebsbehandlungszentren in der Schweiz und behandelt sämtliche Krebsarten. In unserem heutigen Gespräch beleuchten wir das Thema Hautkrebs. Ich begrüße unsere Gäste Christoph Stutz und seinen behandelnden Arzt, Dr. Med. Markus Streit. Er ist Chefarzt von der Dermatologie und von der Allergologie und Leiter vom Hautkrebszentrum. Herzlich willkommen. Danke. Herr Stutz, wie geht es Ihnen heute? Mir geht es wieder besser, darf ich sagen. Ich habe Anfangsjahr sind mir Metastasen diagnostiziert worden. Also das im gesamten, ich denke, 6 Stück sind das, glaube ich. Und dann hat man beschlossen, man möchte mit mir eine Immuntherapie. Und unglücklicherweise habe ich von dieser Nebenwirkungen bekommen, die ziemlich heftig waren. Wir mussten abbrechen. Aber im Juli, vor zwei Monaten, hat man ein PET-CT-Untersuch gemacht. Und dort hat man also gar nichts mehr gesehen von Krebs. Hat man am gleichen Tag hat man den Onkologen angerufen und gesagt, er hat schon der Bericht schon und ich sage nichts, das sei gut. Ihre Geschichte reicht ja viel weiter zurück. Wie und wann genau hat man bei Ihnen die Diagnose Hautkrebs gestellt? Ja, das geht wirklich lang zurück. Es war 1992, als ich im März 1992 sind wir die ersten Hautkrebs, die auch schon malige Melanom sind, also schwarze Hautkrebs, ausgeschnitten wurden. Und ja, und zu der weiss ich einfach, dass ich muss schauen muss. Regelmässige Kontrollen und in diesen 30 Jahren sind immer wieder Hautkrebs gekommen. Auch weisse Hautkrebs und Metastasen auch. Also vom Lymphsystem beim Hals, also sogenannte Nectis Section, müssen machen. Das ist da. Das ist da. Und rechts auf der Lunge hat es eine kleine Metastase gemacht. Das hat man auch können rausschneiden. Und seither ist das ist nicht mehr gekommen, also es ist gut. Mögen Sie sich erinnern, was die Nachricht damals ausgelöst hat bei Ihnen? Es ist so, ich hatte einen Bruder, muss leider sagen, der ist gestorben, der Hautkrebs hatte. Und durch das war ich natürlich schon ein bisschen sensibilisiert gewesen. Was bei mir sich so dunkle Flecken gezeigt haben. Und da bin ich da damals zur gleichen Ärztin gegangen wie mein Bruder. Und da war es eben Hautkrebs. Herr Streit, im Vergleich mit anderen Krebsarten, was ist speziell an Hautkrebs? Ja, also wir reden ja hier eben von einem Hautkrebs. Also ein Krebs, der auf der Haut auftritt. Und das ist sicher mal schon zuerst speziell, oder Hautkrebs sieht man. Also das sieht man der Haut. Und so gesehen müssen wir eigentlich sagen, ja, die müssen wir eigentlich rasch entdecken. Und das ist halt jetzt das Schwierige beim schwarzen Hautkrebs. Oder? Schwarzer Hautkrebs heisst, er geht von diesen Pigmentzellen aus, die wir in der Oberhaut haben. Und die Pigmentzellen die machen natürlich viel anders so. Zum Beispiel eben so Sommersprossen oder Muttermäler, die man gut kennt. Und wir haben sehr viel von diesen Pigmentmälern. Und es ist ja auch nicht alles, was pigmentiert ist, ist gerade böse. Und das ist vielleicht die Schwierigkeit, dass man im richtigen Moment erkennt, wenn
ist jetzt etwas an der Haut bösartig? Weil das ist das, was dann eigentlich auch entscheidet, was passiert. Und das ist jetzt vielleicht das Besondere beim schwarzen Hautkrebs. Der Stutz hat auch vom weißen Hautkrebs geredet. Das wäre von den anderen Zellen ausgehend von der Oberhaut. Der schwarze Hautkrebs ist eben der, der rasch wachsen tut. Er tut auch schnell Ableger machen. Also das, was der Herr Stutz jetzt allerdings erst nach langer, langer Zeit hatte, aber eben auch schon hatte. Die Ableger in die inneren Organe oder zuerst mal in die Lymphdrüsen. Das ist die Schwierigkeit. Und darum ist ja das Schwarzhautkrebs auch gefürchtet, weil er eben zu den Metastasen führt, die dann eigentlich nachher auch Todesursache sind. Und der Schwarzhautkrebs ist sicher die häufigste Todesursache, die man hat, als Hautkrebs. Was muss man als Patientin oder als Patient darüber wissen? Über das heraus? Also es ist sicher mal eben, das Erste, was gut ist zu wissen, ist, dass es so erkennbar ist, oder? Es ist etwas, was man der Haut sieht. Man muss nicht ein Röntgenbild oder weiss nicht was zuerst machen. Man kann es sehen. Und da liegen eigentlich ein paar einfache Regeln, und die tun wir eigentlich auch gerne weitergeben, oder? Es geht ein bisschen darum, ab wann ist so ein Pigment mal zum Beispiel verdächtig? Und der Herr Stutz weiss das selber sehr gut, oder? Christoph, wie sind die Regeln? Also ja. A, B, C, D, gell? Ja, genau. Die sogenannte ABCD-Regelung. Und das ist A steht für eine Ausbreitung. Also wie gross ist der Fleck? Ist das nur ganz klein oder sagen wir 5 mm oder grösser im Durchmesser? Vielleicht etwa so auf dieser Grösse. Und geht es zum B. Das wäre eine Begrenzung, das heisst, hat das einen schönen, sauberen Rand oder ist das gegen aussen ein bisschen, es franzt ein bisschen aus, man kann es fast so sagen, also es macht keinen sauberen Rand. Und das C, das ist jetzt halt das Englische, das ist Color, also Farbe, ist das ein Farbe einheitlich oder ist das heller und hat es hellere und dunklere Stellen? Also, was eben dunkel oder sehr dunkel wird. Und das D ist die Dynamik. Also, wenn man gemerkt, ein ABC habe ich und D kommt noch dazu, Dynamik. Also, der Fleck der wird grösser, der Dunkelanteil wird dunkler. Und da muss man wirklich denken, könnte es Hautkrebs sein. Du hast ja richtig gesagt, oder? Der letzte Punkt, also die Dynamik, das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn etwas neu kommt und sich auch rasch verändert, das ist dann eigentlich der Moment, wo man reagieren sollte. Und das ist ja das, was viele Leute tatsächlich zum Hautarzt bringt. Ja, bei den Männern sind es ja häufig die Frauen, die es entdecken. Da tut sich etwas verändern. Und das ist der Moment, wo man dann reagieren kann. Es ist allerdings auch noch wichtig, eigentlich gleich zu betonen, man denkt ja, der Schwarzhautkrebs entsteht aus Muttermälern, also diesen Pigmentmälern. Und das ist eigentlich nur etwa in einem Viertel der Melanom der Fall. Also drei Viertel der Melanom, die entstehen wirklich eigentlich neu auf der Haut. Die kommen einfach und die sind da. Und darum ist es sicher auch wichtig, dass man auf das schaut. Also ich glaube, wenn man das schon mal beachtet, das ist so die erste Regel, dann kann man den Krebs früher erkennen. Und die Früherkennung ist eben wichtig, weil je früher dass man erkennt, desto besser sind die Chancen, zu behandeln. Was für ein Prozedere startet ihr in dem Moment, wo die Diagnose gestellt wird? Also die Diagnose stellt man ja eigentlich meistens eben dann, wenn man so weiss, wo das Prozedere schon läuft. Oder? Also wenn man das sieht, und das ist unsere Aufgabe als Hautärzt, wir schauen das an, wir beurteilen es noch ein vielleicht mehr noch mit gewissen Zusatzinstrumenten. Man kann so dermatoskopisch schauen, wie ist die Pigmentstruktur, wenn man ein bisschen in die Haut hineinschaut. Wenn jetzt der Verdacht ist, dann muss man das rausnehmen. Und zwar, man muss es wirklich als Ganzes rausnehmen. Das ist auch noch wichtig. Also am Anfang braucht es eigentlich alles zusammen, was man rausnimmt, weil man muss die Gesamtveränderung beurteilen. Und dort kann man dann schauen,
was ist es? Ist es ein Melanom? Was ist es für ein Typ Melanom? Und vor allem, und das ist für die Zeitern am wichtigsten, wie dick ist es? Also wenn das Melanom weniger als ein Millimeter ist, dann ist es ein frühes Melanom. Und dann hat man eigentlich eine gute Chance, dass wenn man es rausgeschnitten hat, dass alles erledigt ist. Wenn es dicker als ein Millimeter ist, dann muss man eigentlich schon anfangen weiterdenken. Und dann kommt eben das, dass man sagt, ja, wo würde jetzt irgendeine so Zelle, die auswandern von diesem Melanom, also wo die Metastasen bilden, wo gehen die her? Und die gehen als erstes eben, zum Beispiel eben von hier zum Lymphknoten. Also das wäre nachher die möglichen Lymphknotenmetastasen. Darum tut man bei kleinen, dickeren Melanomen als erstes sofort schauen, ist der Lymphknoten befallen. Und wenn ja, dann weiss man, jetzt ist das leider schon weitergegangen. Und das wäre eigentlich der Moment, wo nachher schon die komplexeren Mechanismen eingreifen. Also man muss dann wirklich anfangen, durchuntersuchen. Ist das irgendwo sonst noch hergegangen? Man muss allenfalls auch die Lymphknoten rausnehmen. Das macht man eigentlich heute noch so von diesen befallenen Regionen. Das Ziel ist eigentlich bei den Melanomen, dass man möglichst alles operativ entfernt. Man möchte eigentlich alles weg haben. Und das ist sicher auch noch aus der Zeit, wo man eigentlich Melanom fast nur chirurgisch hätte behandeln können. Weil wenn man ein Melanom noch vor 15 Jahren nicht chirurgisch hätte behandeln können, dann hätte man es meistens nicht mehr kontrollieren können. Es hat angefangen metastasieren und ist weitergegangen. Und seit eben etwa 15 oder sagen wir 12 Jahren haben wir neue Medikamente. Das sind die Medikamente, die gerade bei einem Melanom, das er Ableger macht, wirklich so durchgreifen, dass man wirklich das Leben effektiv verlängern kann. Und das wäre so eine Behandlung, wie du ja auch gehabt hast, die eigentlich sehr, sehr gut wirkt, also die die Metastasen kann beseitigen kann. Aber halt eben, wie du es leider hast, müssen erfahren, so Nebenwirkungen hat, wie eine schwere Darmentzündung, wie er es gehabt hat. Mhm. Sie haben gerade die Nebenwirkungen angesprochen und ihr habt vorher erzählt von ihrer Geschichte, die sie hinter sich haben. Wer oder was hat sie in dieser Zeit unterstützt? Ja, ich habe ein Umfeld, wo ich Bescheid weiss. Also ich habe Schwester und Brüder. Und, also jetzt, wenn wir jetzt gerade so Feuer haben, mit dem Immuntherapie, sage ich. Sonst Kollegen und an der Arbeit auch, wissen jetzt viel, oder? Und jetzt hat man auch noch gefragt, oder? Ja. Wie haben Sie Betreuung und Behandlung durch Herrn Streit erlebt? Ja, da sind wir schon immer gut, natürlich. Nein, du nimmst natürlich sehr ernst. Also, wir haben auch schon Sachen angeschaut, wo du gesagt hast, bei einem anderen müssen wir es vielleicht nicht, aber bei mir und meiner Vorgeschichte und so müssen wir es genauer anschauen. Und dann sehe ich, da ist gleich schon irgendwie schon etwas gsi, oder irgendwie schon Krebs oder in Richtung Krebs schon gegangen, oder? Ja. Aus Ihrer Sicht als Arzt, das wäre so die Gegenperspektive, wie kann ein Patient gut oder besonders gut mit dieser Diagnose und auch der Behandlung umgehen? Ja, das kommt sich ein bisschen darauf an, natürlich, wie gut dass man die Diagnose vielleicht schon kennt. Also, ich erlebe es sehr unterschiedlich. Wenn jemand zuerst mal gehört hat, hat schwarzen Hautkrebs, dann gibt es wirklich Patienten, die aus allen Wolken fallen. Ja, weil es natürlich der schwarze Hautkrebs ist behaftet. Der hat einen schlechten Beigeschmack. Natürlich auch durch das, dass er halt wirklich gefährlich ist. Es gibt aber auch Leute, die das mit einer gewissen Gelassenheit nehmen, weil sie es schon einordnen können. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss beim schwarzen Hautkrebs wirklich ganz offen miteinander kommunizieren. Man muss dem Patienten sagen, was heisst jetzt das und wo stehen wir? Ist das etwas Frühes? Ist das etwas, was weitergeht? Was müssen wir in den nächsten Schritten machen? Und das kann man natürlich nicht jedem Patienten gerade von Anfang an so offen auf den Tisch legen und zumuten. Da würde man viele Leute überfahren. Aber am Schluss muss man gleich zu dem Punkt kommen, wo wir über das reden können. Und eben, der Christoph und ich, wir kennen ihn seit mehr als 15 Jahren. Und er hat ja eben nicht nur ein Melanom gehabt. Das ist eigentlich auch sehr speziell bei ihm. Also, dass er wirklich eben die
nach meiner Rechnung etwa 10 Melanom gehabt, plus andere noch krebsartige Veränderungen. Wir waren natürlich sehr eng zusammen. Das ist eigentlich etwa alle 3 Monate. Nicht nur alle 3 Monate, wirklich alle 3 Monate haben wir uns gesehen. Wir haben ja die 100'000 Mal gefotelt, überall die Vergleiche gemacht. Mhm. Hat sich jetzt etwas ändern, er hat das bestens kennt. Und ja, und er ist wieder mal halt, etwas aufgefallen, hat man wieder rausgenommen. Und dann hat man gesehen, das ist es wieder. Und du hast natürlich unterdessen gewusst, was das heisst. Oder? Du hast gewusst, was es jetzt bedeutet. Und ich glaube, es ist mehr für dich belastend geworden, jetzt mit diesen vielen Eingriffen, dass du gewusst hast, jetzt ist endlich Narben abgeheilt und jetzt kommt schon wieder der Nächste. Ja, ich glaube, das ist so. Aber das musst du vielleicht erzählen, oder? Die Herausforderung von dem. Ja. Also, jetzt, bei mir muss man natürlich sagen, ich habe schon so viel Hautkrebs gehabt, es ist schon außergewöhnlich. Also ich bin da schon, ich weiß nicht, ob du ein zweiter Patient bist wie mich, so viel. Nein, das ist so. Ja, also nicht verschrecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes auch so viel hat eben in diesen 30 Jahren wie ich, das ist eher klein. Aber ja, ich weiss einfach, wenn wir Diagnosen ist, ja, dann muss ich wieder alles mit dem plastischen Chirurg anschauen. Und, gut, es hat ja auch Entwicklung gegeben. Eben, lang hat man sie bei dir einfach rausoperiert. Also, das hat eigentlich gelenkt, oder? Wir können wissen, jetzt sind wir wieder im Sicheren. Und dann hat man eigentlich mehr müssen, ja, hoffen, dass es lang hat. Und dann ist aber natürlich im 2010 das erste Mal der Lymphknoten gekommen. Und das ist natürlich dann schon der Schritt weiter gewesen. Und ich weiss, kannst du erzählen, wie es dann für dich war? Weil das ist dann schon eine neue Situation gewesen. Ja, dort ist eben, ich hatte es gesagt, dass ich da eben Lymphknoten und bei den Lungen ein bisschen raus war. Das Spezielle daran ist, es ist praktisch miteinander gekommen. Also, die Operation hier und die Operation hier waren 3 Wochen auseinander. Also, das ist vor 2011 war, glaube ich. Nicht so mich zum Kopf. Und also dort ist schon ziemlich heftig gekommen, weil ich hier viel bei der linken Gesichtshälfte innerhalb von einem Jahr und knappen Jahr 5-mal Melanom hatte. Und das war einfach zu viel. Das ist einfach das Lymphsystem, das war einfach zu viel. Sprich, es hat hier Metastase gemacht. Und das ist ein Teil von der Lymphen, ist vom Lymphsystem rausgenommen worden. Und plus eben rechts für die Lunge. Also nicht gerade ein Lungenlappen, aber auch wie man es beim Hautkrebs könnte. Mit sogenanntem Sicherheitsabstand, dass man einfach sagt, jawohl, das ist jetzt das befallene Gewebe plus so viel vom gesunden Gewebe muss raus. Dass man sicher gehen kann oder möglichst kann sicher gehen, dass es nicht weitergeht. Oder? Und das hat verdebt. Danke für diesen sehr persönlichen Einblick in Ihre Geschichte. Ich würde Sie gerne zum Abschluss noch fragen. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder jemanden, der mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird, was möchten Sie mit auf den Weg geben? Ja, wenn man da denkt, es könnte Hautkrebs sein, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, ja, dann sollte man vielleicht nachgehen. Und auch der Hautkrebs, der ist jetzt halt, ja, das mit Krebs ist es so. Da ist bei niemandem willkommen, aber gleich, wenn es Krebs ist, ist es Krebs. Und dann muss man das anschauen. Und wenn sie eine Diagnose stellen und
ja, schauen, wie man es behandeln kann. Herr Stutz, Herr Streit, vielen Dank für das offene Gespräch. Von unserem Gesprächsformat «Leben mit Krebs» gibt es weitere Folgen auf der Webseite ksa.ch. Vielen Dank fürs Zuschauen.